niedrigste Fläche schon. Kommt die Julia hier mit dem Xion Hemd Mantra in Schwarz. Gibt es auch noch in der roten Farbstellung, wo unser Fabian jetzt zeigt. Dazu die passende Hose, auch Hose Mantra in Schwarz. So, der nächste ist der Matze. Das ist die junge Linie. Wir starten mit Tipa Cube. Das ist die neue größte Serie, was Tipa dieses Jahr bringt. Gibt es in 4 Farbstellungen. Juliane hat hier Schwarz mit Rot an, der Fips Grau mit Orange. Alle Hemden, die wir bisher gesehen haben, ob jetzt von Xion oder von Tipa, sind bis jetzt alle in 100% Mikrofaser. Gibt es von den Größen XXS bis 4XL. Und wie gesagt, Cube gibt es. So, jetzt sind wir bei Stiga angelangt. Stiga hat letztes Jahr schon diese klassische Serie rausgebracht. Namens Style hat die erweitert um 3 Farben. Einmal in dem Schwarz-Weiß-Rot. Dann bekannt für Stiga die schwedischen Nationalfarben Dunkelblau und Gelb. Und dann noch, was mir persönlich jetzt ganz gut auffällt, das mit dem Hellblau noch mit drin. So, dann kommen wir zur Lady-Kollektion von Donik. Die Juliane hat die graue Punkt-Variante an. Nennt sich Splash. Und Julia hat die pinke Variante an und hat auch noch die Damenhose an. Den ganz neuen Adidas-Schuh, Adizero, das ist das absolut neue Tischtennis-Top-Modell, soll auch noch in der zweiten Farbstellung kommen. Adidas bleibt seiner Linie treu mit einer schlichten Kollektion, mit der T12, bisher hat es die T8 gegeben, ja, ganz schlicht schwarz mit den berühmten 3 Streifen und auch den passenden Anzug in Marine oder in Schwarz. So, jetzt sind wir bei TSP angelangt. Ich finde dieses Jahr mal eine ganz gelungene Sache mit dem Schwarz-Rot oder auch mit dem etwas poppigeren Schwarz-Grün. Und die Anzugjacke, die passende dazu, die der Fuchs dabei hat. So, das ist die neue reine Damenlinie, auch typisch für Andro, was Gewagtes zu bringen, ja, von den Farben her schon mal sehr, sehr modisch, sehr, sehr an den neuen Sommerfarben angelegt und hinten mit den Falten drin. Wobei der Rock ist wirklich sau cool. Das sind alles, das sind nicht nur Nähte, sondern das sind alles einzelne Schichten. Und trotzdem, da denkt man rein, bei 4-5 Schichten ist der dann total schwer, aber das stimmt nicht. Der ist super leicht, super bequem. Und durch diese, ja, einfach mal eine andere Optik. So, dann sind wir zu Jola gekommen mittlerweile. Trainingstiler von Jola gibt es in 4 Farben. Nancy Shirt Competition. Das
sind dann die weiteren zwei Farben noch aus der Kollektion. Wie gesagt, gibt es dann eben in Schwarz, in Grün, in Rot und in Blau. Auch von XS bis 3XL. Wir haben noch eine Neuvorstellung bei uns im Haus mit der Marke Li-Ning. Li-Ning ist der fünftgrößte Sportkonzern auf der Welt, nach den ganz großen Adidas, Nike und so weiter, Puma. Ist Ausrüster der chinesischen Nationalmannschaft, das heißt, diese ganzen bunten Trikots, was ihr immer bei den Chinesen seht, ist alles von Li-Ning. Und Li-Ning hat jetzt einen neuen Partner in Europa. Eine finnische Firma, sind auch zum Beispiel Ausrüster der schwedischen Nationalmannschaft und Olympiamannschaft 2012 in London. Wir haben hier so, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei meinen Mann. Herzlichen Dank.